So, weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach Geliebmaßen. Die sollen hier irgendwo in Uppland wohnen. Und wenn man die aufschneidet, dann kommen da so Pilze raus. Ah, ich glaube, hier in die, hier kommen wir nicht weiter. Das ist. Ich guck mal, ob ich jetzt zwischen den Wölfen irgendwie durchkomme. Ein bisschen nach vorne laufen. Ach, Giant Snow Crab. Die sehen ja schon ein bisschen so aus wie Gliedmaßen. Sind es aber leider nicht. So, op, 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 noch mehr Wölfe. Na, seid ihr zufällig? Ja, 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 ja. Brause. Wir haben es geschafft. Wir haben Gliedmaßen. Da sind schon die Gliedermänner tatsächlich. Die Gliedermänner sind da. Ach, guck mal, schon. Einer tut schon. Ja, den habe ich schon direkt geholt, weil ich will ja auch nicht lange im RVR-Gebiet rumstehen und Faxen machen. So, haben wir denn jetzt hier Pilze? Eisfungus. Ich habe Eisfungus im Gepäck. Hast du auch Eisfungus? Ich habe auch Eisfungus im Gepäck. Gut, das heißt, wir können zurücklaufen. Warte. Tu mich sofort hier an dich ansticken machen. Super. Dann laufen wir einfach schnurstracks Richtung Süden. Der Sonne hinterher. Ich dachte, da steht einer, das ist nur so ein komischer Mob. Glück gehabt. Ich glaube, von der Festung aus können wir dann auch wieder teleportieren, sodass wir relativ zügig zurück sind und dann kriegen wir unsere Medizin und dann sind wir geheilt, hoffe ich. Dann haben wir zwar keine Epic-Quest gemacht, aber wir haben auf jeden Fall Episch-Quest gemacht. Ja, wahrscheinlich könnte es sein, dass wir den Otka dann auch noch retten müssen, wa? Oder? Nehme ich auch mal an. Also ich hatte schon fast vermutet, dass wir auch diesen Trank trinken sollen, womit man dann erkennt, wer die Seuche hat und wer nicht. Und dann quasi damit einmal durch die Stadt gehen sollen und allen, die krank sind, dann das Gegenmittel geben oder so. Ah, das könnte auch alles passieren. Und ich denke mal, bis zur nächsten Folge würde ich dann mal recherchieren, ob dann wirklich diese Quest auf diesem Server nicht vorhanden ist oder ob wir uns einfach nur zu dumm angestellt haben oder ob es die woanders gibt oder so. Ja, das wäre schön. Weil es macht ja auch mal Spaß, so eine Quest durchzuziehen, ne? Ja, das ist ja schade, schade, dass der nicht in einer verständlichen Sprache, in einer mir verständlichen Sprache, wollen wir mal so sagen. Ja, ich meine, so ein bisschen kann ich wohl erkennen, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe ja das Wichtigste also, immer so ein bisschen übersetzt. Ja, das ist sehr ehrenvoll. Naja, aber man, das ist immer schön, wenn man auch selbst lesen kann. Nein, ich kann ja auch ein bisschen Englisch, das ist das Problem hier nicht, aber... Moin. Hier, du kannst uns teleportieren vielleicht. Hä? Was ist das dann? Neues Grenzland? Kapier ich nicht. Ich dachte, hier ist das überhaupt kein. Oder haben sie hier beides, altes und neues Grenzland, wäre auch lustig. Jordheim. Jordheim. So,
auf jeden Fall sehr heimelig hier. Fährst du mal nach Jotheim, war doch mit dem Fortheim. So, vielleicht finde ich sogar den Weg. Ich müsste doch, wenn ich jetzt hier links gehe, bin ich doch schon fast da. Ja. Hier drin oder das nächste Haus? Nee, hier ist richtig. So, wir haben es getan. Skald, ich konnte sehen, dass die Krankheit in eurem Körper wächst, während ihr hier rumgestanden habt. Bitte sehr, zumindest geht es euch bis jetzt gut. Wir müssen irgendwas mit Otter unternehmen, habe ich vergessen zu fragen. Habt ihr denn irgendwas Neues von ihm erfahren? Ah, er erwähnte den Marquis Sabonat. Das ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Namen gehört habe. Auch andere haben ihn geflüstert. Ich habe herausgefunden, wo er herkommt. Oh. Sabonat ist der Name eines Dämons, der in einer unterirdischen Festung genannt Darkness Falls wohnt. Ui, ja. Die Legende sagt, dass der Marquis in den dunkelsten Tiefen dieses höllischen Ortes wohnt. Der Eingang kann bla bla bla. Kennen wir ja, wo der Eingang ist. Es gibt Gerüchte, dass es ein weiteres Gateway gibt nahe von Jotheim, welches genutzt werden könnte, um eine Überraschungsattacke gegen uns auszuführen. Dieser Ort ist das reine böse Skalde, aber ich fürchte... Ja, ich sehe schon, wohin das führt. Also, wir müssen dahin und eine Heilung für die Seuche finden. Es scheint so, dass viele Dinge hier nicht in Ordnung sind in Jotheim. Ein Botschafter namens Mannam hat Nachricht gebracht von einem bösen Plan, um ganz Midgard zu zerstören. Er hat den König darüber informiert, von einem Meuchelmordplan gegen die Krone. Er hat auch außerdem gesagt, dass der Dämon Marquis Sabonat die Seuche verbreitet. Ich habe einige Forschung auf eigene Faust unternommen und herausgefunden, dass der Name einer anderen Kreatur, die das Heim hat, die nennt sich Lecheros Gress. Er hat... Ah, angeblich ist er der Koch von Darkness Falls. Er kocht Rezepte, gemacht von den Früchten der Unsterblichkeit. Mm. Lecker. Nur eine von seinen versiegelten wundersamen oder sowas Tränken mitbringen, ist sie sicher, dass sie ein Heilmittel für die Seuche finden kann. Und eine extra Portion davon können wir für uns selber behalten. Er ist vielleicht unsere einzige Chance. Wenn nicht, dann bin ich sicher, dass Jotheim bald fallen wird. Durch die schreckliche Seuche und danach ganz Midgard. Wir müssen einen Weg in Darkness Falls hineinfinden, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, ich habe auch schon die schreckliche Seuche. Ah, ist ja furchtbar. So, mein Questjournal sagt folgendes. Reise nach Darkness Falls und töte Lecherous Gress. Wenn du das gemacht hast, geh zurück zu Nana Winstertier. Ja, das ist jetzt die Frage, kommen wir überhaupt nach DF hinein? Darkness Falls, Bernia. Also, das kann ja sein. Ah, was anderes. Die haben die neuen Battlegrounds wieder reingepatcht. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt sowohl die alten für den klassischen Levelbereich und dann haben sie für die Level 35 bis 50 die neuen Battlegrounds reingepatcht. Das bedeutet
Brause, das bedeutet, wir können ins BG. Wir können ins BG. Und zwar können wir nach Leerweg, Moin. nach ja, nach Leerweg können wir 40 bis 44, und das ist genau unser Bereich. Wie kommen wir denn dahin? Hörbrause. Ja, wollen wir denn jetzt nicht die noch zu Ende machen, oder? Ja, wir müssen nach Darkness Falls, und Darkness Falls ist zu. Also ist kann das nicht sein, dass dieser Eingang, der hier ist, Da steht aber nichts anders? hier steht nur Reise nach Darkness Falls und töte Luscious Grass. Da steht nicht Jawohl, irgendwie, dann. dass wir haben auch nicht irgendwie einen Gegenstand dabei, wo dass wir ein Portal öffnen können oder so. Ich glaube, wir müssen ganz normal dahin Ah, reisen, und das Herrgott. Ja. ab zur Zeit nicht. Deswegen schlage ich vor, laufen wir einfach noch eine Runde im BG. Auch wenn wir für das BG Level 40 bis, ich glaube, 45 war das jetzt nicht optimal sind mit Level 41, kriegen wir wieder auf die Mütze. Aber haben zumindest eine gute Ausrede. Können dann immer sagen, ja, das liegt daran, weil wir noch Level 41 sind. Sonst hätten wir die natürlich alle ordentlich platt gemacht. So, hier können wir auf Battlegrounds klicken. Oder Schlachtfelder, wenn du das auf Deutsch da stehen hast. Ja, ich komme aber nicht rein. Bevölkerung Limit erreicht. Tatsächlich, die sind jetzt alle. Ah, ist klar, jetzt ist vielleicht der Patch relativ neu, und jetzt wollen sie alle ins BG. Klasse. Ja, dann. Was machen wir denn dann? Wie lange läuft denn dieser Cut schon? 12 Minuten. Ja, vielleicht sollen wir heute mal einen etwas kürzeren machen. 12 Minuten ist sehr kurz. Das können wir unseren Zuschauern nicht antun. Ja, gut. Restartet der Server in 9 Minuten, dann wäre sowieso Schluss. Also wir sollten noch einmal Ja. knallhart zum Server Restart durchhalten. Und solange gehen wir. Was hältst du davon, wenn wir noch mal nach Uppland gehen und da einfach im Grenzgebiet einfach irgendwelche Mobs noch ein bisschen klöppeln? Ja, gut, wenn wir das schaffen. Ja, was heißt, wenn wir das schaffen? Wir gehen einfach hin und machen das, und das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass ein feindlicher Spieler kommt. Aber das wäre dann ja so wie im BG, und da wollten wir auch hin. Ja. Jetzt musst du leider musst du mich wieder buffen. Danach ist die Leider Hälfte von nicht. den Runden auch schon um. Nein, mit ob wir das schaffen, meine ich nicht damit, ob irgendeiner uns gegen die Füße tritt, sondern wir müssen jetzt noch ein ganzes Stück rennen und reisen, damit wir überhaupt irgendwo hinkommen, wo schlachtbares Material ist, ne? Ja, wenn wir jetzt irgendwelche blauen oder so finden, oder das soll dann auch schon reichen. Okay, Intelligenz brauche ich nicht. Genau, so kannst du das direkt hintereinander machen. Du musst nicht erst immer warten, dass die Animation vorbei ist, sondern du kannst direkt den nächsten drücken. Einen brauche ich Aber noch. müsste. Einen brauchst du noch? Jo. Den einen irgendwo übersehen? Den nicht, ne? Nee, den letzten, den du mir immer gibst. Der letzte wäre ja dieser hier, aber der. Ach, ich kann nicht mehr. Wie, du kannst nicht mehr. Ach, alles klar, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, so. Die beiden anderen, die davor, die kennst du eigentlich auch von der Leiste erstmal runternehmen. Die sind nicht so wichtig, aber. Machen wir ein andermal. Jetzt sind wir ein bisschen. Ja, im Zeitdruck will ich nicht sagen, weil wir haben ja keinen Druck, aber wir wollen ja noch den einen oder anderen Mob klopfen. Den Klopfmopfen. Das machen wir, die blauen Frostbites, aber irgendwo war noch was Besseres. Das weiß ich.
Wenn wir hier hochgehen, dann kommen wir irgendwann zu was Besserem hin. Zu viele Wyvern. Was ist denn zum Beispiel? Nein, die sind grau. Wow. Oh, das gibt ja Fallschaden. Was ist mit denen? Die sind grau. Was ist mit euch? Ja komm, machen wir hier so einen blauen Wolf zum Beispiel. Komm, schmeiß mal da deine Seuchen und so wo drauf, was du alles hast. Da ist alles drauf. Super. Da haben wir noch ein bisschen was geklopft heute. So, sind die eigentlich aggressiv? Ne, die sind neutral. Ja, super, dann kann ich doch hier von der Seite mal so. Klasse. Ja, leider sind sie schon alle tot. Server resettet in 5 Minuten. Finden wir da noch was? Vielleicht hinter diesem Sattel vor uns. Brause, ich sehe dich nicht. Ja, ich bin quasi fast hinter dir. Okay. Ja, da. Oh mein Gott, nur noch 285 Sekunden. Dann machen wir noch rasch hier ein paar Wölfe in der Zeit. Du hast doch so ein AE-Seuchending oder Giftding. Mach das mal hier drauf. Ja, oder so. Ist jetzt auch alles nicht so direkt die Riesenherausforderung. Da vorne sind noch welche. Aber Hauptsache, wir haben in dieser Aufnahmesession noch ein bisschen was geklopft. Erfahrungspunkt. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob die Quest jetzt einigermaßen Erfahrungspunkte gibt oder ob das levelmäßig eher eine Zeitverschwendung ist. Oh, was sind das denn für Kerle? Ach, guck mal, da drüben, Brause. Lass uns doch die nehmen. Warte. Ja, komm, dann ziehen wir den Wolf. Es kommt noch ein Wolf hinter uns her. Ja, der kommt. Den nehmen wir mit. Aber ich würde gerne noch zu den Riesen hier. Die sind auch aggressiv, das heißt, da gehe ich nicht ganz nah ran. Komm, Wölfchen hier, zack. Zack, zack. Komm her. Sag mal, so bei 60 Sekunden ungefähr machen wir dann auch Feierabend. Jetzt der Stun und ist auch schon tot. Schwupp. Da hol mal so einen blauen. Ja, versuch dich gerade. Da war nicht so ganz in der Sichtrichtung. Mhm. Ja, der ist zwar sehr groß, aber du bist auch sehr klein. Das gleicht sich wieder aus. Und. Fall mir nicht auf den Kopf. Ist nämlich schwer. So, einen machen wir noch. Such dir da einen hübschen. Warum krieg ich den denn nicht? Nicht den rechten hier, der ist näher. Wollt ihr einen gelben haben? Nee. Ja gut, dann machen wir den gelben noch. Wird ein bisschen knapp jetzt auch mit der Zeit. Weil wir müssen ja auch noch zu einer sicheren Stelle zum Ausloggen.
So, okay, dann gehen wir jetzt hier ein Stückchen den Hügel runter, damit wir da aus der Gefahrenzone raus sind beim nächsten Einloggen. Und dann pflanzen wir uns jetzt hier hin und dann sagen wir mal, so, das soll's gewesen sein. Jo. War trotzdem ganz lustig, auch wenn wir Ja. uns ein bisschen, ne? Hat nicht alles so hundertprozentig geklappt und wir wissen immer noch nicht Ach genau, ob das jetzt in der Epic irgendwie geht, ja. aber wir haben auf jeden Fall eine Quest. Wir werden dann bei Gelegenheit in DF gehen und uns da nochmal umschauen und das Ding da erledigen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Vielleicht ist das ja auch recht episch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.